Der passt so gut zu euch. Das ist einfach euer Parfüm. Testet ihn. Ich habe keinen Duft für einen Fisch gefunden. Ich habe endlich einen Fischduft gefunden. Aber der ist echt schön. Ich finde den gerade echt schön. Hallo meine Lieben, willkommen auf meinem Kanal. Ich freue mich wieder sehr, dass ihr eingeschaltet habt. Denn heute geht es um ein bisschen besonderes Thema. Und zwar geht es heute um Sternzeichen. Und zwar geht es um Sternzeichen in Verbindung mit natürlich Parfüm. Denn wie ihr wisst, gibt es 12 Sternzeichen, 12 unterschiedliche Sternzeichen, die ich Parfüms zuordnen werde. Denn Sternzeichen haben ja unterschiedliche Merkmale, Eigenschaften, also der Mensch, der dieses Sternzeichen trägt. Und deswegen denke ich, dass Parfüms diese Sternzeichen sehr gut unterstreichen können. Und deswegen ordne ich ein Teil meiner Düfte zu diesen Sternzeichen zu. Sehr interessant, meiner Meinung nach. Ich finde generell das ganze Thema mit Sternzeichen sehr interessant und echt so ein bisschen mystisch. Und deswegen freue ich mich wirklich sehr auf dieses Video und viel Spaß damit. Ich habe mir ein wenig Notizen gemacht hier in diesem wunderschönen Buch. Denn jedes Sternzeichen hat ja, wie gesagt, Eigenschaften und ich möchte einfach keine Fehler machen jetzt bei dieser Beschreibung. Deswegen habe ich mir ein paar Stichpunkte aufgeschrieben zu jedem Sternzeichen und werde euch jetzt eben die Düfte dazu zeigen. Generell einfach zu Sternzeichen, wie gesagt, ich finde, es ist ein sehr interessantes Thema und ja, wir fangen jetzt mit dem ersten Sternzeichen von 12 an. Das erste Sternzeichen ist der Widder. Ich werde auch zu jedem Sternzeichen ein Element nennen. Es gibt nämlich Luft, Wasser, Erde und Feuer. Das sind die Elemente zu den Sternzeichen und die werde ich auch noch nennen, damit ihr ungefähr eine Idee habt vom Sternzeichen. Und genau, jetzt geht's schon los. Der Widder, das ist das erste Sternzeichen und das Sternzeichen hat zum Element Feuer. Ich werde euch jetzt die Eigenschaften eines Widders vorlesen. Vielleicht findet ihr euch ja wieder, wenn ihr ein Widder seid. Der Widder ist abenteuerlustig, bestimmt, direkt, mutig, offen, selbstbewusst und ein Visionär. Genau, da habt ihr jetzt vielleicht schon eine Idee, was für ein Duft da dazu passen könnte, also zu einem Widder. Kurz gesagt, Widder lieben auch die Gefahr. Und deswegen muss es schon ein abenteuerlustiges Parfüm sein. Widder sind auch so eine Art Jetsetter, die müssen immer beschäftigt sein. Die lieben es, rumzureisen, eben wie gesagt. Und deswegen habe ich mir einen Duft rausgesucht, der diesen Widder sehr gut unterstreicht. Und zwar ist es Hermes Twilly. Das ist der wunderschöne Flakon. Hermes Twilly, ich sprühe ihn jetzt gerade mal auf. Ich finde, Hermes Twilly hat etwas Abenteuerlustiges, etwas, aber trotzdem auch irgendwie etwas Tiefes. Ein Widder, ich finde, zu einem Widder passt kein sehr tiefer Duft. Also das ist, er darf nicht zu geheimnisvoll sein. Er muss einfach nur so, ich finde, er muss frisch sein, der Duft, und ebenso abenteuerlustig und einfach weltoffen. Und ich finde, das passt so gut zu diesem wunderschönen Hermes-Duft. Oh mein Gott, der schreit nach Abenteuern, der schreit nach Freiheit und ja, einfach, der ist so schön offen, genau wie ein Widder. Deswegen unglaublich schöner Duft, passt super. Auch ein selbstbewusster Duft, denn der Widder ist selbstbewusst. Genau, und da wir ja 12 Sternzeichen hier zu besprechen haben, werde ich auch gerade weitermachen. Denn das nächste Sternzeichen ist der Stier. Der Stier hat zum Element die Erde und ich lese euch jetzt vor, was der Stier für Eigenschaften hat. Der Stier ist ausgeglichen, ausdauernd, bodenständig, geduldig, gelassen, praktisch, treu, aber auch sensibel. Und bei einem Stier ist es so, ein Stier, der braucht die Sicherheit, mag aber auch Besitz. Ein Stier mag Besitz, der ihm Sicherheit gibt. So wurde es beschrieben. Also ich kenne auch ein paar Stiere, die, bei denen trifft das wirklich zu. Bei dem Stier würde ich auch sagen, eben bodenständig, praktisch und treu, passt ganz gut. Ein Stier ist auch ein Feinschmecker. Ein Stier ist ein Feinschmecker und deswegen mag er auch süße Feinheiten. Und deswegen passt einfach dieser Duft super zu einem Stier. Das ist Montal Intense Café. Ich zeige euch diesen wunderschönen Flakon. Ich finde Montal Flakons wunderschön. Hatte ich schon mal erwähnt.
Genau, ich finde, eben ein Stier, der mag süße Feinheiten, die Sicherheit. Ich finde, das ist ein beruhigender Duft, der einem Sicherheit gibt. Der ist nicht zu aufdringlich. Er ist eben auch süß, ein Feinschmeckerduft. Er riecht nach Kaffee und Süße und Romantik. Und ich finde, klar, Romantik passt jetzt nicht so perfekt zu einem Stier, aber ich finde trotzdem, der Rest des Duftes untermantelt, der unterstreicht einfach einen Stier. Ich sprühe jetzt hier nochmal auf meinem Teststreifen hier. Der Stier. Oh mein Gott, so gut. Ja, ein sicherer Duft. Ein sicherer Duft, der auch ein bisschen Eleganz und ja, Eleganz auch zeigt und eben diesen Besitz unterstreicht, diese Sicherheit einfach. Ich weiß nicht, dieser Duft ist für mich Sicherheit, Feinschmecker, Treue. So ein treuer Duft ist das einfach. Deswegen ein Duft für einen Stier. Wenn ihr ein Stier seid, schreibt mir in die Kommentare, ob ihr wirklich auch denkt, dass die Beschreibung etwas mit euch zu tun haben könnte. Es passt ja nicht immer, die Sternzeichen passen nicht immer zu 100%, also nicht jedes einzelne Wort, das ich jetzt hier vorgelesen habe, muss zu eurer Eigenschaft passen, aber so im Großen und Ganzen denke ich, passt das Sternzeichen immer ganz gut. Ist bei mir selbst persönlich auch der Fall. Werde ich auch später was dazu sagen. Genau, aber weiter geht's. Das nächste Sternzeichen ist ein Zwilling und das Element von einem Zwilling ist die Luft. Und ich werde euch jetzt die Eigenschaften eines Zwillings vorlesen. Eventuell erkennt ihr euch selbst wieder, wenn ihr ein Zwilling seid. Der Zwilling ist anpassungsfähig, fröhlich, flexibel, charmant, jugendlich, kreativ, tolerant und auch neugierig. Ein Zwilling kommuniziert gerne und ein Zwilling ist sehr dynamisch. Bei einem Zwilling sagt man auch oft irgendwie, dass der Zwilling sich auch gerne eben, er ist anpassungsfähig, er passt sich selbst auch unterschiedlichen Personen an, mit denen er gerade zu tun hat. Er ist nicht immer standhaft, was seine Meinung angeht, was manchmal vielleicht auch gar nicht stört. Und deswegen denke ich, dass zu einem Zwilling ein Duft passt, der nicht zu auffällig ist, der nicht alle überrennt, der nicht zu charakterstark ist, wenn ihr versteht, was ich meine. Deswegen einfach auch ein Duft, der immer geht und der auch der anderen Leuten gefällt, der niemanden irgendwie stört. Wisst ihr, was ich meine? So ein Duft passt zu einem Zwilling. Und da habe ich mir zwei Düfte rausgesucht. Und zwar ist es erstens hier Aventus von Crete. Ich weiß, das ist ein Herrenduft, können meiner Meinung nach aber auch Frauen tragen. Ich werde jetzt einfach generell Düfte zeigen, bei denen ich denke, oder das sind einfach Düfte, die mir als erstes in Sinn gekommen sind, wenn ich eben diese Sternzeichenbeschreibung gelesen habe. Deswegen ist als erstes Crete Aventus in den Kopf gekommen, weil jeder mag den Duft. Das ist so ein nicht extrem aufdringlicher Duft. Er riecht einfach gut. Er kommt immer gut an. Er stört niemanden. Alle lieben ihn. Frauen wie auch Männer eben. Und deswegen denke ich, passt er super gut zu einem Zwilling. Aventus Creed. Der zweite ist ähnlich, geht in die ähnliche Richtung. Das ist Jo Malone Oud and Bergamot. Auch ein sehr geiler Duft, finde ich. Er hält leider nicht so lang, aber das ist für einen Zwilling nicht so schlimm. Er möchte andere mit seinem Duft nicht überrollen. Und deswegen passt der Duft sehr gut. Also ihr hört jetzt hier Oud raus aus der Beschreibung. Ihr dürft aber jetzt nicht Angst haben. Dieser Oud-Duft, das ist kein extremer, auffälliger, stechender Oud-Duft. Das ist echt ein angenehmer Oud-Duft mit Bergamott. Der ist eher frisch. Ich sprühe ihn mal. Überrollt, wie gesagt, keinen. Stört keinen. Mag jeder. Hab auch viele Komplimente dazu bekommen, aber eben leider nur in der ersten Stunde, weil irgendwann riecht man den leider nicht mehr. Ja, gefällt jedem. Easy going. Einfacher Duft. Jo Malone und Oud Bergamot. Das nächste Sternzeichen ist der Krebs. Der Krebs hat zum Element das Wasser, wie man sich vielleicht schon denken konnte. Und der Krebs ist einfühlend, entschlossen, freundlich, fantasievoll, verträumt, zielbewusst, kann aber auch launisch sein. An der Stelle muss ich sagen, ich bin eigentlich ein Krebs.
eigentlich. Eigentlich bin ich kein Krebs. Denn eigentlich bin ich ein Löwe. Hat was damit zu tun, dass, habe ich gelesen, dass wenn man am Ende von einem Sternzeichen geboren ist, also in den letzten Tagen eines Sternzeichens, kann es gut sein, dass man rüberrutscht in ein anderes Sternzeichen. Und das wäre bei mir der Löwe, was wirklich zu 100% einfach zu mir passt. Hat was damit zu tun, dass die Sonne an dem Tag oder an diesen letzten Tagen anders stehen kann, durch diese Schaltjahre, die eingeführt wurden. Und dass dadurch eben das Sternzeichen verrutscht. Und dass man eben durch diese Sonne, dementsprechend wo sie an dem Tag stand, einfach ein anderes Sternzeichen jemandem zuordnet. Ich bin kein Experte, ich hoffe, ich habe es richtig erklärt. Ich habe das so gelesen und macht für mich Sinn, denn ich bin nämlich kein Krebs. Ich bin eigentlich ein Löwe. Jetzt kommen wir aber zum Krebs. Der Krebs. Hatte ich eben gerade wie gesagt. Der Krebs hat eine harte Schale, aber einen weichen Kern und ist sehr gefühlvoll. Und dadurch, dass der Krebs eben so freundlich auch ist, habe ich auch ein freundliches Parfüm rausgesucht, was eine Tiefe hat, aber wirklich freundlich ist, nicht dunkel, gar nichts Böses, nicht zu aufdringlich, einfach weich und freundlich, was eben zu einem Krebs passt. Und das ist in dem Fall hier White Musk von Montal. Auch ein sehr schöner Duft. Ich mag ihn selbst wirklich sehr gerne. Ich bin ja eigentlich ein Krebs, aber eigentlich bin ich kein Krebs, ich bin ein Löwe. Ich mag diesen Duft trotzdem sehr, sehr gerne, weil der eben so weich ist. Das ist weißer Moschus, der wirklich ganz weich, aber auch sehr sexy daherkommt. Also ein Krebs kann natürlich auch freundlich und sexy sein, aber eben eher freundlich, weich. Und der ist so, der ummantelt, das ist wie so eine weiche Wolke, Wolke 7. Eine freundliche Wolke, die einen irgendwie anlächelt. Ein ganz weicher Duft. Genau. Nicht zu aufdringlich. Nichts, was man so noch nie gerochen hat. Einfach freundlich. Was anderes fällt mir gerade zu diesem Sternzeichen und zu diesem Duft nicht ein. Deswegen passen die beiden super gut zusammen. Und weiter geht's auch schon. Das nächste Sternzeichen ist der Löwe. Der Löwe ist ein Element Feuer. Deswegen denke ich, dass der Löwe besser zu mir passt und wurde ja auch durch meine Recherchen bewiesen. Ich bin rübergerutscht, ich bin eigentlich ein Löwe. Ich lese euch jetzt den Löwen vor. Der Löwe ist beharrlich, energisch, extrovertiert, leidenschaftlich, selbstbewusst, tatkräftig und willensstark. Alles, was irgendwie dieses Element Feuer beschreibt. Und da habe ich einfach den Duft gefunden, der sowas von zu 100% zu diesem Sternzeichen passt. Und zwar ist es mein Lieblingsparfum, Baccarat Rouge, momentan 540 Eau de Parfum. Der Löwe steht nämlich sehr gerne im Mittelpunkt. Er denkt, er ist der Nabel der Erde, der Mittelpunkt des Universums und genauso ist auch dieses Parfüm. Das Parfüm passt so gut zu einem Löwen, weil dieses Parfüm ist wirklich out of the universe. Dieses Parfüm hat eine Bombensillage, Bombenhaltbarkeit, ist auffällig, hat so einen starken Charakter und ist sowas von selbstbewusst. Selbstbewusst und sexy. Ich werde ihn jetzt auf mich... Oh mein Gott, der ist so schön. Wow, okay. Out of the universe. Ich weiß nicht, wie ich dieses Parfüm sonst anders beschreiben soll. Es ist so eigenwillig. Es gibt kein anderes Parfüm, was diesem Parfüm irgendwie das Wasser reichen kann. Und obwohl es ein Element Feuer ist, einfach unbeschreiblich. Selbstbewusst und dem kann keiner was. Das ist ein Löwenparfüm, wie es im Buch steht. Also, ja. Ja, und deswegen, ich bin ein Löwe. Dieses Parfüm passt zu 100.000 Millionen % zu mir. Und alle, die auch Löwen sind, sollten wirklich mal diesen Duft testen, weil ich glaube, der passt so gut zu euch. Das ist einfach euer Parfüm. Testet ihn. Der Duft ist nicht ganz günstig, aber er ist wirklich jeden Milliliter wert. Jeden einzelnen Milliliter ist dieses Parfüm wert. Also testet ihn, Löwen da draußen. Genau.
Und schon kommt es zum nächsten Sternzeichen. Ich muss jetzt mich hier kurz fangen, weil ich bin geflasht von diesem Duft. Ich bin geflasht von diesem Duft. Ich stelle den Duft auch in anderen Videos noch vor. Das wird ja jetzt keine Vorstellung vom Duft selber. Ich stelle einfach die Düfte jetzt vor. Deswegen darf ich jetzt nicht zu viel von Baccarat Rouge sprechen. Das nächste Sternzeichen ist die Jungfrau. Die Jungfrau hat das Element Erde und ist analytisch, fleißig, behutsam, gründlich, intelligent, sorgfältig und zuverlässig. Eine Jungfrau. Eine Jungfrau mag das Risiko nicht. Eine Jungfrau möchte immer lieber auf Nummer sicher gehen und ist eben gründlich und genau. Eine Jungfrau würde nie ein zu tiefes, komplexes, kompliziertes Parfüm tragen. Deswegen denke ich, zu einer Jungfrau passt am besten ein cleanes Parfüm, ein frisches Parfüm, ein geradliniges Parfüm. Ein Parfüm, was auch immer geht, was eine Jungfrau immer tragen kann. Da muss eine Jungfrau nicht überlegen, okay, jetzt trage ich gerade das, jetzt ist gerade diese Jahreszeit. Ein Duft, der einfach immer geht. Und deswegen ist es Chanel Nummer 5 Low. Nicht die normale Chanel Nummer 5 Version, sondern Low. Das ist die Neuinterpretation von Chanel Nummer 5. Ich würde euch jetzt echt liebend gerne den wunderschönen Flakon zeigen, aber er ist mir runtergeflogen. Ich werde ein Bild einblenden. Der Flakon war auf dem Boden, ist natürlich kaputt gegangen, zerbrochen am Kopf. Und wirklich die Hälfte ist rausgeflossen. Ich habe fast geheult. Ich musste ihn umlernen in einen anderen Flakon, in diesem hässlichen Flakon hier. Ist natürlich was anderes, wenn man jetzt Chanel Nummer 5 Low aus diesem Flakon sprüht. Das ist einfach ein ganz anderes Feeling, finde ich echt blöd. Aber kann ich ja jetzt nicht viel machen. Aber zurück zum Thema. Oh, wow. Das ist Chanel Nummer 5 Low. Passt perfekt zu einer Jungfrau, denn eine Jungfrau ist nie underdressed. Eine Jungfrau ist Jungfrau. Eine Jungfrau ist aber auch nie overdressed. Es ist einfach immer komplett passend. Dieser Duft passt einfach immer zu jeder Gelegenheit, zu jeder Situation, zu jeder Jahreszeit. Perfekt. Jungfrau. Wenn du eine Jungfrau bist, teste Chanel Nummer 5 Low. Ein Muss. Das nächste Sternzeichen ist die Waage. Und die Waage ist vom Element Luft und hat folgende Eigenschaften. Eine Waage ist höflich, harmonieliebend, kultiviert, taktvoll, sinnlich, arrogant und auch ein wenig eitel. Das ist eine Waage. Eben eine Waage liebt Harmonie, sie möchte nicht streiten. Eine Waage ist, wie gesagt, eitel, so ein bisschen etepetete. Da stelle ich mir jetzt so eine Londoner Frau vor, mit sehr viel Geld. Und zu eben diesem Sternzeichen passt einfach am besten Elisab. Das ist dieser wunderschöne Flakon hier. Le Parfum. Warum dieser Duft? Dieser Duft, ich finde, dieser Duft hat etwas Konventionelles, aber trotzdem auch etwas Modernes. Der ist ein wenig luxuriös, aber auch nicht zu viel. Er springt einen nicht an, hält sich so ein bisschen zurück, aber zeigt, dass die Frau, die ihn trägt, wirklich Stil hat und auch eitel ist. Ich sprühe jetzt gerade hier. Eitel, genau. Eitel und ein wenig arrogant. Das sind Frauen, die möchten nicht von jedem Vollidioten auf der Straße angesprochen werden. So eine Frau trägt diesen Duft und passt perfekt zu einer Waage, meiner Meinung nach. Eben gut gekleidete Frau, harmoniebedürftig, wird nie laut, kennt ihren Wert. Die Waage trägt dieses Parfum. Wunderschön. Und weiter geht's zum nächsten. Das nächste Sternzeichen ist der Skorpion. Skorpione haben zum Element Wasser. Ich lese euch jetzt wie immer die Eigenschaften eines Skorpions vor. Und zwar ist ein Skorpion belastbar, engagiert, furchtlos, mysteriös, zielstrebig und ein wenig rachsüchtig. Skorpione üben gerne Rache aus. Und deswegen denke ich, dass zu einem Skorpion ein Duft passt, der wirklich sehr, vielleicht ein bisschen böse ist, sehr auffällig ist,
sich nicht zurückhält und einen wirklich auch anspringt. Und da ist mir als allererstes Black Mask von Montal in den Sinn gekommen. Dieser Flakon hier. Black Mask von Montal. Und dann ist mir noch ein anderer, also ich habe an Black Mask gedacht und dann ist mir in der Sekunde auch noch ein zweiter Duft in den Sinn gekommen. Und zwar geht es um Cherry Mugler Aura. Das sind beides Düfte, die sind wirklich geheimnisvoll, denn Skorpione sind auch geheimnisvoll, sie zeigen nicht immer alles, sie sind so ein bisschen hinterlistig eben und die sind auch tief, die Düfte. Sie zeigen auch nicht alles, sie sind so ein bisschen mysteriös und dunkel. Ich finde, zu einem Skorpion passt ein dunkler, heavy Duft und das sind die beiden. Aura legt eine Aura um einen und ich finde, so ein Skorpion hat auch eine, sagen wir mal, ein bisschen hinterlistig böse Aura und Black Mask ist einfach ein Biest und das passt einfach zu einem Skorpion, meiner Meinung nach. Deswegen Skorpione da draußen, testet mal die beiden. Der ist eher feminin, finde ich, aber kann man genauso gut tragen und der ist definitiv unisex. Definitiv unisex. Also ich denke, viele Männer tragen den, aber ich als Frau, ich finde den super und der ist geil. Also wenn man in einem Beast-Mode ist, dann trage ich den. Genau, nächster Duft. Das nächste Sternzeichen ist der Schütze. Der Schütze hat das Element Feuer und der Schütze ist fröhlich, freizügig, freiheitsliebend, unterhaltsam, spontan, großzügig und ein wenig angeberisch. Der Schütze ist einfach auch wie die Waage sehr gerne in der Welt unterwegs, liebt die Freiheit, mag keine kleinkarierten Menschen, ist so ein bisschen exotisch, möchte an sehr vielen Orten sein, möchte die große Welt entdecken, möchte alles sehen. Das ist ein Schütze. Und deswegen hatte ich mir überlegt, was passt zu einem Schützen? Zu einem Schützen passt ein auffälliges Parfüm, ein auch abenteuerlustiges Parfüm. Und ich bin auch der Meinung, zu einem Schützen passt auch ein bisschen orientalisches Parfüm. Ein süßes, orientalisches, auffälliges Parfüm, was diese Abenteuerlust wirklich unterstreicht. Und da sind mir zwei in den Sinn gekommen, wirklich zwei gleichzeitig, sind mir in den Sinn gekommen. Und zwar ist es hier einmal Armaf Club. Club de Nuit Intense. Dieser wunderschöne Flakon. Ich finde den Flakon irgendwie schön. Es gibt viele Leute, die finden den nicht schön. Ich finde den irgendwie schön. Das ist der eine. Und der zweite ist hier Serge Laton Cher Gris. Das sind beides Düfte. Die sind schwer, tiefgründig, orientalisch und erzählen mir eine abenteuerliche Geschichte. Also eine orientalische Abenteuergeschichte. Die sind beide eben schwer, süß und ich finde, passen einfach perfekt zu diesem Element Feuer und zu diesem Schützen. Weil der Schütze, der kann auch gerne mal ein tiefgründiges, abenteuerlustiges Parfüm auftragen und der mag auch keine zu freshen, leichten Düfte, die so ein bisschen keinen Charakter haben. Und die beiden, die haben einfach so einen tiefen Charakter, so einen orientalischen, abenteuerlustigen Charakter. Deswegen passen die beiden super zu einem Schützen. Also Schützen da draußen, testet mal die beiden. Schreibt mir in die Kommentare, falls es wirklich Düfte sind, die dann vielleicht im Endeffekt euch wirklich gefallen haben und bei denen ich richtig lag. Würde mich wirklich interessieren. Schreibt das in die Kommentare. Da bin ich wirklich sehr gespannt drauf. Das nächste Sternzeichen ist der Steinbock. Der Steinbock hat zum Element die Erde und ist ernst, diszipliniert, ehrgeizig, gründlich, ungesellig, konservativ und auch konzentriert. Also ein eher ernster Mensch, der konservativ denkt und nicht so eben, wie gesagt, gesellig ist. Ich finde, zu dem Sternzeichen, zu dem Mensch passt Chanel Nummer 5 oder Narciso Rodriguez. Chanel Nummer 5 habe ich leider nicht da, der wird wahrscheinlich noch bei mir einziehen. Da bin ich noch im Zwiespalt, ob ich mir Chanel Nummer 5 zulegen soll. Narciso Rodriguez, ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus, Narciso. Eau de Parfum habe ich da, ist ein konservativer Duft. Genau wie Chanel Nummer 5 ein sehr konservativer Duft ist. Ich finde, zu Steinböcken passen die. Steinböcke, die probieren nicht so viel aus. Die möchten nicht irgendwas Orientalisches, was sie vielleicht nicht so kennen, nicht irgendwas Neues und nichts, was zu freundlich ist. Und deswegen denke ich, dass
der Duft sehr gut passt und Chanel Nummer 5 sehr gut passt, weil das konservative Düfte sind, die fallen nicht zu sehr auf und die eben, die sind nicht so exotisch. Mag der Steinbock nämlich gar nicht. Deswegen Steinböcke da draußen, wenn ich hier gerade etwas gesagt habe, was nicht zu euch passt, schreibt es mir in die Kommentare. Es kann sein, dass ihr vielleicht auch so eine Randgruppe seid, also vom Steinbock am Ende des Monats, also was heißt vom Ende des Monats, aber in den letzten Tagen von einem Steinbock, das ist so der 19., 20., 21., 22. Geburtstag habt, kann es sein, dass ihr in ein anderes Sternzeichen rüberrutscht, wenn die Sonne an dem Tag irgendwie anders stand, an dem ihr geboren wurdet. Deswegen überlegt euch und schaut mal nach. Vielleicht seid ihr gar kein Steinbock, vielleicht aber auch schon und Chanel Nummer 5 ist genau euer Duft. Kann ja sein. Das nächste Sternzeichen ist der Wassermann. Der Wassermann hat zum Element die Luft und ist aufrichtig, extravagant, erfinderisch, gesellig, unkonventionell und sehr ideenreich. Also wirklich ein, ja, wie soll ich sagen, ein extravaganter Mensch, der einen Duft trägt, der auch extravagant ist. Also einen Duft, ich würde mal so sagen, ein Wassermann mag keine Düfte, die zu langweilig sind, die nicht extravagant sind, die sein Inneres nicht unterstreichen, die einfach langweilig sind und charakterlos. So ein Duft geht für einen Wassermann gar nicht. Ich könnte eigentlich auch ein Wassermann sein, fällt mir jetzt auf, weil ich mag so langweilige Düfte auch nicht. Genau. Da habe ich nämlich, da ist mir wirklich der eine Duft in den Sinn gekommen. Der eine Duft, den man entweder liebt oder man hasst ihn. Und zwar ist es Thierry Mugler Womanity. Thierry Mugler Womanity ist ein sehr geiler Duft, meiner Meinung nach. Der flasht einen weg, der ist so besonders. Das ist ein Duft, den habt ihr so noch nicht gerochen. Der ist einfach anders. Ich sprühe ihn jetzt mal. Der ist irgendwie so frisch, aber dann wieder auch doch nicht. Der riecht so ein bisschen nach Regenwürmern. Ihr denkt jetzt, ich bin total crazy, aber ich finde, am Anfang hat er mich an Regenwürmer erinnert. Einfach der Geruch, der draußen ist, wenn es regnet, den hasse ich eigentlich. Aber das ist ein Regenwurm, der elegant ist. Ja, ein eleganter Regenwurm. Ich weiß nicht, wie ich es anders beschreiben soll. Oh. Sehr frisch, irgendwie auch süß und fruchtig, aber trotzdem irgendwie auch frisch. Das ist so ganz, ganz komisch, der Duft. Und der ist extravagant. Der ist anders als alle anderen Düfte, den habt ihr so noch nicht gerochen. Es gibt auch keine vergleichbaren Düfte, die dem ähneln. Und deswegen passt er so gut zu einem Wassermann, weil ein Wassermann, der trägt einen auffälligen Duft. Punkt. Auffällig. Wenn du ein Wassermann bist, dann teste den. Ich denke, der wird dir sehr gut gefallen. Also da wirklich bei dem denke ich, wenn du ein Wassermann bist, du musst den testen. Test ihn einfach. Teste ihn und schreib dann bitte ins Kommentar, wie du ihn gefunden hast. Oder ob du ihn vielleicht sofort mitgenommen hast, weil der dich so weggeflasht hat. Kann nämlich sein, weil der ist nämlich geil. Das nächste Sternzeichen, jetzt wollte ich gerade Kennzeichen sagen. Ah, ich könnte auch mal ein Video über Kennzeichen, Autokennzeichen machen. Oh mein Gott, nein. Das nächste Sternzeichen ist der Fisch. Der Fisch hat natürlich zum Element Wasser. Wer hätte es anders gedacht? Der Fisch ist einfühlsam, geduldig, verständnisvoll, fröhlich, geheimnisvoll, verträumt und ein bisschen chaotisch. Und so ein Fisch, ich kenne ein paar Fische und die sind wirklich ein bisschen chaotisch, sind aber wirklich sehr fröhliche Menschen und sehr einfühlsame Menschen und sie sind einfach so gutmütig. Sie sind gutmütig. Und als ich dann mir den Duft eines Fisches vorgestellt habe, welcher Duft von meinen Düften denn so gut zu einem Fisch passen könnte, mir ist kein Duft eingefallen. Ich stand vor meinen Tausenden von Parfüms, ich habe keine Tausend, aber es sind viele, stand ich muss sie mal erzählen, by the way. Ich stand vor den Parfüms und habe echt gedacht, das kann doch jetzt nicht sein. Ich finde jetzt keinen Duft für einen Fisch. Ich habe keinen Duft für einen Fisch gefunden. Dann bin ich zu meinen Testern gegangen. Ich habe auch sehr viele Tester. Habe da ein bisschen rumgewühlt in den ganzen Testern. Und dann habe ich finally endlich einen Duft gefunden, der zu einem Fisch passt. Und zwar ist es Clean Reserve. Und zwar ist das Radiant Nectar. Werde ich euch einblenden. Das ist wirklich ein gutmütiger Duft, der ist auch nicht zu auffällig, der ist nicht böse, der ist fröhlich, den mag jeder. Der ist so ein bisschen sexy, floral und so ein bisschen geheimnisvoll, aber eigentlich auch nicht.
irgendwie so ein bisschen geheimnisvoll, aber das Geheimnisvolle geht irgendwann dann verloren. Weil ein Fisch ist nicht zu geheimnisvoll. Er ist ein bisschen geheimnisvoll, aber er hat auch nicht tausend Geheimnisse. Wisst ihr, was ich meine? So. Genau, das ist ein Fisch. Ich habe endlich einen Fischduft gefunden. Aber der ist echt schön. Ich finde den gerade echt schön. Kaufkandidat vielleicht für den Sommer. Geheimnisvoller, nein, nicht geheimnisvoller, gutmütiger. Ein gutmütiger, freundlicher Duft, der so ein bisschen fresh ist, passt zu einem Fisch. Wenn ihr ein Fisch seid und euch vielleicht Düfte oder ihr Düfte habt, die mir gar nicht in den Sinn gekommen sind, weil es war echt schwer, einen Duft für einen Fisch zu finden. Wenn ihr ein Fisch seid, schreibt euer Lieblingsduft in die Kommentare. Würde mich echt interessieren, was ein Fisch so für einen Duft trägt, außer jetzt den hier. Genau, das war's auch schon. Ich bin hier am Ende angelangt von diesem wunderschönen Video. Ich fand das so interessant mit diesen Sternzeichen. Ich habe mich da so reingelesen. Es hat mir so Spaß gemacht, hier Düfte rauszusuchen. Ich hoffe, euch hat's auch gefallen. Lasst mir eure Kommis da. Abonniert meinen Kanal, falls euch Parfüms interessieren. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss!